Die Urne mit ihrer heiligen Asche ist ein Mythos. Aber diese Ritter sagen, sie müssen sie finden, um Arl Eamon zu heilen. Ich wusste nicht einmal, dass er krank ist. Vielleicht hat er sich mit der Verderbnis infiziert. Dann sieht es für Ferelden noch düsterer aus, als wir dachten. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Dem Erbauer sei Dank, dass wir Taryn Loghain in Ostagar nicht verloren haben. Es heißt, er habe seine Truppen rechtzeitig zurückgezogen. Ohne ihn wären wir verloren. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Seht euch um. Die Leute schlafen auf dem Boden und im Speicher. Ihr seht also, wie viele Zimmer ich nicht zu vermieten habe. Einige Leute sind mit Loghains Ernennung zum Regenten überhaupt nicht glücklich. Es gibt Gerüchte, er habe etwas mit dem Tod des Königs zu tun gehabt. Habt ihr schon einmal so etwas Lächerliches gehört? Niemand anderes als die dunkle Brut hat ihn getötet. Und wenn Taryn Loghain den König nicht retten konnte, hätte es niemand gekonnt. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Viel Glück auf eurem Weg. Bitte, wir sind hierher gekommen, um den Kämpfen zu entkommen. Keine Zwerge in der Küche. Glaubt ihr, ich sehe nicht, wie ihr mit euren dreckigen kleinen Händen genau alles so angreift? Wird das geschehen. Raus! Taryn Loghain ist also der neue Regent. Das ist doch gut, oder? Ich habe gehört, er könnte etwas mit dem Tod des Königs tun. Seid gegrüßt, Fremde. Ich nehme nicht an, dass ihr jemanden kennt, der Fallen herstellen kann, oder? Der alte Balin sagte, die dunkle Brut könnte bald hier sein. Er hat einige Fallen auf seinem Hof. Ich dachte, ich sollte auf meinem Land vielleicht auch welche aufstellen. Aber Balin will seine Fallen vergiften. Ich möchte ganz normale Fallen. Er hat noch kein Gift dem Erbauer, sei Dank. Also sind seine Felder einfach voller Fallen. Er kann manchmal ein bisschen exzentrisch sein. Es gibt keine mehr. Balin hat alle Fallen, die es im Dorf gab, auf seinen Feldern aufgestellt. Entschuldigt, ich wollte euch nicht belästigen. Habt ihr euch schon um ein Bett für die Nacht gekümmert? Ich habe im Moment keine Verwendung für Schwerter. Wir brauchen Betten, Lebensmittel und ein Ende all dieser traurigen Geschehnisse. Ihr kennt euch nicht zufällig mit Elixieren, Arznei oder Kräutern aus, oder? Dann könntet ihr uns vielleicht einen großen Dienst erweisen. Hier kommen die verschiedensten Reisenden durch und viele von ihnen sind verletzt oder krank. Wir geben unser Bestes, aber uns sind die Vorräte ausgegangen. In den Wäldern im Norden gibt es Arzneikräuter. Wenn ihr ein paar Umschläge für uns herstellt, versuche ich, eine Bezahlung für euch zusammenzubringen. Ich schreibe euch hier alles auf, was ihr wissen müsst. Hattet ihr in den Wäldern Erfolg bei eurer Suche nach Kräutern? Sie werden vielen Leuten helfen. Ich danke euch für diese gute Tat. Also, verstehe ich das richtig? Ihr wart eine Klosterschwester? Und ihr müsst ein Bruder gewesen sein, bevor ihr ein Templer wurdet, oder? Ich war ja kein vollwertiger Templer. Ich wurde vor meinem Gelübde für die Grauen Wächter rekrutiert. Habt ihr es je bereut, die Kirche verlassen zu haben?
Nein, niemals. Ihr etwa? Ja, ihr mögt es vielleicht nicht glauben, aber ich habe dort Frieden gefunden. Eine Art Frieden, die ich zuvor nie gekannt hatte. Im Kloster war es oft so still, dass ich anfing zu schreien, bis einer der Brüder herbeigelaufen kam. Ich sagte, ich wolle nur überprüfen, ob noch jemand da sei. Man weiß ja nie, richtig? Nein, so etwas habe ich nie getan. Ich mochte die Stille. Wie ihr meint. Aber der Ausdruck in ihren Gesichtern war Gold wert. Seid gegrüßt, Herrin. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, könntet ihr dann vielleicht ein Stück Brot entbehren? Wir dachten, hier in Lothering sei es sicherer. Wir hatten gehofft, der Terran würde seine Soldaten hierher führen. Aber wir wurden von Banditen angegriffen. Sie haben uns alles genommen. Unser Essen, unsere Kleidung, das Lieblingslamm meiner Tochter. Niemanden interessiert das Schicksal von ein paar Elfen wie uns. Könnt ihr uns helfen? Ihr habt sie erschlagen? Das sind großartige Neuigkeiten. Vielleicht ist unsere Habe noch dort. Ich kann euch gar nicht genug danken. Selbst wenn wir nicht alles zurückbekommen, ist es gut zu wissen, dass andere sicher vor ihnen sind. Hier sind ein paar Ritter durchgekommen auf der Suche nach einem heiligen Artefakt. Nicht einer von ihnen hat Halt gemacht, um uns zu helfen. Verschwindet, ich kann verlangen, was ich will. Ihr schlagt Profit aus dem Unglück der Leute. Ich sollte die Templer rufen, damit sie alles verschenken, was ihr in euren Wagen habt. Das wagt ihr nicht. Wenn ihr meinen Waren auch nur einen Schritt zu nahe kommt, werde ich... Schön, dass alle in so einer Krise zusammenhalten. Geradezu herzerwärmend. Oh, ihr da. Ihr wirkt kräftig. Hättet ihr Interesse daran, einen kleinen Profit zu machen, indem ihr einem Geschäftsmann in Bedrängnis helft? Hatte ich nicht den Profit erwähnt? Er verlangt Wucherpreise für Dinge, die die Leute dringend benötigen. Er füllt sich die Taschen mit ihrem Blut. Es gibt in letzter Zeit viele solche Männer. Herzlose Kriegsgewinnler, allesamt. Nur der Stärkste überlebt. Wenn die anderen an seiner Stelle wären, würden sie genau dasselbe tun. Ich habe nur begrenzte Vorräte. Die Leute entscheiden, was sie ihnen wert sind. Die meisten eurer Waren habt ihr denselben Leuten erst letzte Woche abgekauft. Jetzt müssen sie fliehen, um ihre Leben zu retten. Und ihr denkt nur an euren Profit? Hört zu, Fremde. Ich gebe euch 100 Silberlinge, wenn ihr mir diesen Pöbel vom Hals schafft. Fangt am besten mit dieser Priesterin an. Ich bin einfach nur ein ehrlicher Händler. Würde es diesen Leuten etwas mehr helfen, wenn es überhaupt nichts zu kaufen gäbe? Sie opfern ihr letztes Geld, weil sie verzweifelt sind. Und dieser Mann beraubt sie, genau wie die Banditen vor dem Dorf. Ich diskutiere nicht mehr mit euch. Verjagt diese Frau und verdient euch eure 100 Silberlinge, sonst nehme ich meinen Wagen und verschwinde hier. Vielleicht, wenn diese Frau zustimmt, dass ich zumindest einen kleinen Aufschlag erhebe. Tut, was ihr tun müsst. Solange die Preise nicht so hoch sind, dass sie die Bedürftigen ruinieren... Gut, das wäre erledigt. Und da ihr nicht sonderlich bedürftig ausseht, gelten für euch die normalen Preise. Ein guter Kompromiss. Dann ist unsere Aufgabe also, jeden Dorfzwist persönlich zu schlichten? Das wird die dunkle Brut mächtig beeindrucken. Vielen Dank für eure freundliche Unterstützung. Der Erbauer möge über euch wachen. Ja, ich nehme nicht an, dass ihr etwas kaufen wollt. In Ordnung, aber kauft nicht alles auf.
Ah, die Anschlagtafel. Der Kirche. Lasst uns ein paar Botengänge erledigen. Das bringt die Menschheit weiter und uns ein paar Kupfermünzen. Die Legionen des Bösen stehen vor unserer Schwelle. Sie werden sich an unseren Herzen laben. Es gibt kein Entkommen. Das Böse wird die Erde bedecken wie ein Schwarm Heuschrecken. Bitte, ihr erschreckt die Kinder! Es ist besser, sie jetzt selbst dem Tod zu übergeben, als sie in den Händen der dunklen Brut leiden zu lassen. Dort! Eine dieser Kreaturen ist bereits unter uns! An dieser Frau klebt der Gestank des Bösen! Seht ihr denn die abscheuliche Dunkelheit nicht, die in ihr steckt? Bitte aufhören! Jemand soll ihn zum Schweigen bringen! Aber er hat doch recht! Der Bern hat uns verlassen! Wir werden sterben! Diese Kreatur ist nur die erste derer, die uns vernichten werden! Meine Familie, mein Clan, diese Kreaturen haben sie alle niedergemacht! Einige von uns sind hierher geflohen, aber wir können der dunklen Brut nicht entkommen! Ich bin gerannt und die Schreie meiner Frau folgten mir! Ihr Haar hatte die gleiche Farbe wie eures! Wollt ihr mich einen Feigling nennen? Ich habe meinen Ahnen Schande gemacht, aber die Dunkelheit wird kommen. Er hatte recht, nicht wahr? Für uns besteht keine Hoffnung mehr. Ihr habt recht. Wir dürfen nicht aufgeben. Aber wir sind keine Kämpfer. Was sollen wir tun? Wir können uns nicht einfach hinlegen und auf den Tod warten. Wir müssen nach Norden, nach Denerim. Das Böse wird uns verschlingen. Jetzt, wo dieser verfluchte Chasen fort ist, verschwinden vielleicht auch meine Kopfschmerzen. Ich habe meine Familie nach Lothering geführt, weil ich gehofft hatte, wir wären hier sicher. Ich habe meine Familie nach Lothering geführt, weil ich gehofft habe, wir wären hier sicher. Es ist schön, euch wiederzusehen.